Hallo, Alex List in meinem Fotostudio in Wien, wo ich viele, viele Stunden nicht nur in dem Bereich, wo die Fotos gemacht werden, bin und meine Models fotografiere, sondern hier an diesem Platz auch sitze und die Fotos dann bearbeite, serienweise Looks kreiere. Apropos Look, so einen wollen wir heute gemeinsam kreieren, nämlich zack. Diesen Look, also nicht den linken, sondern den rechten. Links ist das Originalfoto, aufgenommen mit einer Canon M50, mit einer 50er Festbrennweite, ISO 400, war ein bisschen diesig, aber dann doch nicht so diesig, weil deswegen ist 1600stel zusammengekommen. Habe da auf Automatik eingestellt gehabt, dafür sehr offenblendig 1,8. Wie das Ganze funktioniert, wie wir so einen Look zusammenbekommen, das schauen wir uns jetzt in dem Tutorial an. Und da sind wir schon in meinem Lieblingsprogramm von Adobe, Lightroom. Viele Fotografen arbeiten mit Photoshop, arbeiten mit anderen Softwaren. Ich arbeite sehr, sehr viel und sehr gerne in Lightroom, weil es relativ schnell geht und weil man mit ein paar Shortcuts und bestimmten Filtern ganz schnell ganze Serien gut bearbeiten kann. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die zusehen, sich mit Lightroom ein bisschen auskennen. Ich werde vieles erklären, aber bitte nicht böse sein, wenn manches vielleicht unter den Deckel fällt. Ich arbeite jeden Tag damit. Wenn es Fragen gibt, wenn sich irgendjemand bitte nicht auskennt, dann bitte kurz posten, E-Mail schreiben. Ich beantworte gerne und helfe sehr, sehr gerne weiter. Machen wir uns das Bild ein bisschen größer, indem wir dieses Dreieckerl da wegklicken und schon wird das Bild größer. Das ist das Originalbild, wie gesagt. Fesche Nägel, gell? Meine Frau hat das gemacht, vielen Dank dafür. Ich schneide jetzt mal zu. Zuschneiden ist klar, das Schloss ist geschlossen, im Gegensatz so ist es offen. Wenn das Schloss geschlossen ist, bleibt das Format vorhanden. Das heißt, in dem Fall ist es das Format 4:3 und würde dann gut zum Beispiel ein 10x15er Fotoabzug sein. Ich habe es deswegen ein bisschen zugeschnitten. Ich wollte die Augen gut ungefähr in die Mitte des Bildes, in die Bildmitte bringen und diese zwei, drei weißen Flecken haben mich gestört und da in dem Bereich war mir dann doch ein bisschen zu viel Gegend. Fertig. Jetzt haben wir mal den Zuschnitt. So, jetzt gehen wir in die Bearbeitung rein. Um ein bisschen Farbe ins Bild zu bekommen, werde ich die Temperatur etwas anheben, so auf 10, in dem Fall 11, plus 11. Die Tönung lassen wir in Ruhe. Belichtung setze ich ein bisschen runter, aber nicht wundern, warum. Wir holen uns dann das richtige Licht, die richtige Belichtung mit diversen Filtern bzw. mit anderen Möglichkeiten, Radialfilter, etc. Kontrast lassen wir bei 0. Im Schwarz-Weiß-Bereich arbeitet man sehr viel mit dem Kontrast, indem man entweder verstärkt oder komplett wegnimmt und mit anderen Parametern arbeitet. Für dieses Bild lasse ich den Kontrast bei 0. Dafür schalte ich die Lichter fast aus. Nicht ganz, so ein paar dürfen schon noch da sein und verstärke die dunklen Stellen ein bisschen, indem ich die Tiefen aufhelle, so plus 30, plus 32, 33%. Weiß lasse ich in Ruhe, aber die Schwarztöne, die möchte ich noch ein bisschen knackiger haben und deswegen verdunkle ich aber nur die Schwarztöne hier etwas, auch so minus 26 in etwa. Die Klarheit. Die Klarheit, gerade wenn man Männer fotografiert und die Bart haben, wenn da so sehr viele Kanten sind, wenn es ein bisschen rauer sein darf, dann die Klarheit gerne nach oben. Frauen bitte nicht so viel Klarheit, weil die sehen das nicht so gern, wenn man die Fältchen unter den Augen oder bei der Nase oder beim Mund so stark sieht. Bei Männern ist es wurscht. Dunst entfernen braucht man nicht. Es hat an diesem Tag weder geregnet noch genebelt. Also das brauchen wir überhaupt nicht. Dynamik lassen wir auch bei 0. Sättigung etwas runter. Ihr seht schon, wenn ich die Sättigung nämlich lasse, es sind dann doch ein paar Rottöne drinnen, die mich ein bisschen stören. Nehmen wir mal die Sättigung ein bisschen weg. Immer noch genug Gelb-Rottöne,
aber das holen wir uns später auf einem anderen Weg wieder zurück, beziehungsweise dämpfen wir diese Rottöne, die wir nicht so gerne haben. Jetzt sind wir bei der Gradiationskurve. Könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben oder ein ganzes Studium machen, was sie genau kann und macht? Ich kenne mich da zu wenig aus, gebe ich ehrlich zu. Ich habe nur bei einem Kollegen einen Trick gesehen und den wende ich sehr, sehr gerne an, wenn ich so einen gewissen Matt-Effekt auf den Bildern haben möchte. Und zwar, ich stelle mir ein, Punktkurve linear, fahre an den unteren Punkt da rein, bis der Cursor zu einem Kreuzerl wird und ziehe an der X- und an der Y-Achse in etwa so einen Zentimeter nach rechts und nach oben. So, und jetzt sehen wir schon, es wird sehr matt. Das können wir wieder ein bisschen ändern, indem wir... So. Bisschen zu viel. Bleiben ungefähr so, genau. So schaut es ganz gut aus. Ein Matt-Effekt ist ganz, ganz cool. So, wie wir vorgesprochen haben, die Rottöne. Da stellen wir mal den Farbton ein, den Rotton, der mich so stört. Jetzt könnte man natürlich mit dieser Taste da arbeiten. Farbton durchziehen, am Foto anpassen, das wäre das Einfachste. Indem ich da einmal draufklicke, dann wird der Cursor, man sieht es, zu etwas... zu so einem kleinen Kreuzerl und einem Ringel mit zwei Dreiecken. Wenn ich da jetzt hingehe in diese Stelle, wo mich die Farbe ein bisschen stört und da mit der Maus klicke und rauf oder runter ziehe, seht ihr, was da passiert? Da kann man die Farben ein bisschen einstellen. In dem Fall geht es da ein bisschen um die lila Magenta-Töne. Ich mache händisch noch ein bisschen diesen Rotton dazu. Und dafür gehe ich jetzt in die Sättigung. Und ziehe mal genau diese Töne, die mich gestört haben, etwas weg. Nicht viel, aber so auf 20 in etwa. So, und schon schaut es ganz gut aus. Schauen wir jetzt einmal an, wie das im Vergleich aussieht. Moment. Ist ja schon ein ziemlicher Unterschied da. Aber wir machen noch weiter. Jetzt kommen wir nämlich, die Teiltonung, die lassen wir komplett aus. Jetzt kommen wir mal in die Details. Ich liebe Schärfe. Und manche Puristen sagen, ja, nicht nachschärfen, das sieht man dann an irgendwelchen Fasern. Mir kann es fast nicht scharf genug sein, auf Fotos zumindest. Und ein bisschen was vertraut schon. Also wenn man da so maximal 50, also alles, was zu viel ist, ist zu viel, aber zwischen 30 und 50 ist durchaus verträglich, Radius bei 1,0, Details 25, maskieren etwas dazu, nicht zu viel, weil sonst wirkt das Ganze wieder sehr unnatürlich. Beim Maskieren ist nur daran, dass sucht der Rechner nach scharfen Kanten und versucht die Kanten etwas zu glätten und abzugrenzen zueinander. Das Gleiche macht auch in etwa ein bisschen anders die Rauschreduzierung. Nicht zu viel, weil sonst wirkt das Ganze, zack, ich mache es einmal, sehr unwirklich. Jetzt ist es sofort so eine Art Instagram-Filter, den ich fürchterlich empfinde. Aber wenn man die Luminanz bei der Rauschreduzierung so auf 10, 12 in etwa lässt, ist ein bisschen eine Rauschreduzierung drinnen, aber nicht zu viel. Und das ist genau dieser Effekt, den wir haben wollen. So, auch hier sind wir fertig. Objektivkorrekturen lassen wir in diesem Fall aus. Auch den Reiter transformieren. Wir gehen gleich zur Vignette. Ich liebe es, wenn die Augen des Betrachters fokussiert sind auf das eigentliche Objekt, in dem Fall mein Gesicht. Deswegen versuche ich, den Rahmen, also die Ecken, ein bisschen abzudunkeln. Zwar sehr sanft, deswegen ist auch das Ganze auf weiche Kante eingestellt, auf 50, also ungefähr die Hälfte, aber ich ziehe ungefähr die Vignette in Schwarzbereich so auf, was machen wir, 25 runter, um dem Ganzen ein bisschen mehr Fokus in die Mitte des Bildes zu setzen. Und damit wären wir quasi mit den Grundeinstellungen schon soweit fertig. Jetzt kommt aber noch die Feinarbeit. Jetzt kommen die einzelnen Verlaufsfilter und Radialfilter dran. Jetzt ist mir das Wort fast nicht eingefallen. Wir beginnen beim ersten Radialfilter in meinem Gesicht.
weil dieses eine Auge da unterm Kapperl, da ist schon sehr viel Licht verschwunden. Ich öffne mir mit hier einem Klick drauf den Reiter Radialfilter, ziehe ins Bild, hier sieht man schon das große Kreuz, bleib auf der linken Maustaste und öffne damit einen guten Kreis. Kann jetzt an diesem Punkt diesen Kreis, diesen Filter dorthin setzen, wo ich ihn brauche und sehe jetzt anhand des roten Bereichs, wo dieser Filter Anwendung finden würde, würde ich das so machen. Ich will aber mein Gesicht mit einem Filter belegen und nicht das Außen rundherum und deswegen muss ich hier, ich hoffe, die Maus kann mir folgen, hier auf Umkehren klicken. Und jetzt, wenn wir wieder draufhalten, ich mache nichts mit der Maus, sehen wir, aha, alles, was jetzt passiert, passiert nur innerhalb dieses Kreises, den ich sehe. Das heißt in dem Fall auf meinem Gesicht. Was machen wir hier? Hier möchte ich natürlich die Belichtung etwas anheben und schaut, wie auf einmal das Gesicht nach vorne kommt und auf einmal der Fokus im Gesicht bleibt. Nicht zu viel, aber es kann ruhig ein bisschen was sein. Dann braucht man so einen Wert von 0,6 und ein bisschen mehr. Das Gleiche machen wir in den Tiefen. Auch in den Tiefen. Schaut, was da passiert, wenn ich die Tiefen voll aufsetze, dann schaut es so aus, als hätte ich gar keinen Schatten gehabt. Als hätte ich irgendwie einen Aufheller unten gehabt, den habe ich nicht. Ich möchte natürlich den Schatten auch haben, aber ein bisschen was vom Auge darf man schon sehen. Das heißt, wenn man die Tiefen hochzieht auf, was machen wir denn? 33, 34. Die Lichter kicke ich wieder weg. Nicht ganz, aber ein bisschen wegkicken. Die Klarheit kann ruhig wieder ein bisschen raus, der weiße Bart darf ruhig zu sehen sein und anschärfen. Ich liebe Schärfe, habe ich das schon mal gesagt? Schärfen kann man ruhig in diesem Bild. Rauschen, Rand entfernen, lassen wir alles über. So, ein zweiter Radialfilter, wie das geht. Wir setzen jetzt quasi noch einen Filter als neue Ebene auf dieses ganze Projekt drüber, indem ich hier auf den Reiter neu klicke. Und nochmal die gleiche Geschichte mache, das heißt jetzt nochmal einen Radialfilter ziehe, aber diesmal ein bisschen größer, so in der Form einer Vignette. Das würde jetzt so ausschauen, sieht man, außen als Vignette. Wir wollen aber wieder das Innere dieses Filters bearbeiten, deswegen umkehren und das gleiche Spiel von vorn. Ich ziehe die Belichtung leicht nach oben. Ich ziehe die Lichter ziemlich weg, ich ziehe die Tiefen etwas nach oben, ziehe die Klarheit ein bisschen und die Schärfe nach oben. Und schon ist das Gesicht gut geschärft, die Umgebung ist noch etwas verschwommener und der Fokus ist voll auf das Gesicht konzentriert. Fertig. Prinzipiell sieht das Bild schon ganz gut aus. Mir fehlen jetzt aber noch gewisse Sachen in dem rechten oberen Teil und in dem linken unteren Teil. Das finde ich ein bisschen sehr, sehr langweilig. Diese Ellbogen ist meiner, dafür kann ich nichts. Und da heroben ist mir ein bisschen zu wenig Struktur drinnen. Obwohl es sehr offenblendig fotografiert ist, möchte ich da trotzdem ein bisschen Struktur und ein bisschen Farbe rein. Das mache ich am besten mit sogenannten Verlaufsfiltern. Die sind genau neben den Radialfiltern hier daneben. Und zwar ziehe ich mir von rechts oben ungefähr im 45-Grad-Winkel so in etwa zwei Drittel des Bildes einen Filter auf. Jetzt wird nur, Achtung, ich halte die Maus drauf, dieser Teil, der jetzt rot überlappt ist, wird jetzt nur dieser Teil bearbeitet und sonst nichts. Und da setze ich gerne die Farbe noch ein bisschen stärker, noch ein bisschen mehr Frühling. Ich setze die Klarheit voll auf. Da sieht man sofort, dass da Struktur reinkommt. Die Lichter kann ich ruhig wieder wegnehmen, um noch mehr Struktur reinzubringen. Jetzt kann ich mich ein bisschen spielen mit Kontrast. Okay, ein bisschen Kontrast vielleicht. Mit der Tönung könnte ich mich spielen. Aber ich finde es okay, lassen wir die Tönung bei 0. Schwarztöne könnt ihr ein bisschen rausholen. Ist mir ein bisschen zu dunkel. Ich glaube, so passt es ganz gut. Das heißt, der rechte Teil passt. Ich möchte das links unten nochmal machen,
Also machen wir ziemlich einen ähnlichen Filter wie der, der jetzt schon rechts oben ist, links unten nochmal. Jetzt könnte man den kopieren und einfach reinziehen, aber ich möchte ja trotzdem jeden Filter eigens anpassen, und würde ich ihn nur kopieren, dann würden sich beide Filter quasi gegenseitig, wenn ich einen bearbeite, der andere auch das anzeigen, das will mit. Ich möchte einen eigenen Filter erstellen, deswegen hier neu, von links oben nach rechts von links unten nach rechts oben, wieder so ungefähr ins Drittel. Schauen wir mal, wo er jetzt bearbeitet, nämlich jetzt in diesem roten Bereich. Hier arbeitet der Filter, wenn ich ihn aktiviere. Und jetzt aktiviere ich ihn, indem ich hier wieder mehr Farbe gebe, indem ich die Belichtung etwas runternehme, indem ich die Klarheit voll aufziehe, indem ich ein bisschen mehr Schärfe gebe, die Tiefen. Da kann ich mich spielen, wie ich möchte. Die Kontraste anheben. Ich kann hier die Tönung etwas einsetzen, damit ich ein bisschen mehr Farbe im Unterarm bekomme. Hier müsst ihr einfach schauen, wie wirkt das Bild auf den ersten Blick. Ich finde es jetzt prinzipiell gut. Drücke auf Fertig und wir sind fertig. Wir schauen uns das jetzt nochmal groß an. Aber wie wir sehen, es schaut gut aus. Und genau das ist, was wir uns erwartet haben, was wir uns erhofft haben. Ich werde dieses Preset, diesen Look jetzt abspeichern, und jeder, der ein Lightroom-Programm zu Hause hat, kann sich das jetzt da unten irgendwo gratis runterladen. Aber Obacht, nicht jeder Look, nicht jedes Preset funktioniert auf jedes Foto. Sogar innerhalb einer Serie kann es sein, dass ein Look, ein Preset für ein Foto perfekt ist. Das mache ich mir einmal, denke mir, okay, Copy-Paste auf alle anderen 30, und dann denke ich mir, na, ab dem 7. funktioniert das nicht mehr. Die Sonne ist ein bisschen gewandert, der Wind hat den einen Strauch verdreht, mein Model schaut nicht so, sondern schaut direkt ins Licht. Man muss jedes Foto irgendwie wieder individuell anpassen. Aber als Grundlage sind solche Presets sensationell. Deshalb viel Spaß mit diesen Presets. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Tschüss.